Reichtum ist für mich eigentlich schon Mittel zum Zweck. Mir reicht es eigentlich völlig aus, wenn ich ein paar schöne Häuser, ein paar geile Autos, ein paar Megaboote, ein paar coole Sonnenbrillen, ein paar bedruckte Scheine von der Bank in der Tasche habe, ein paar Neger, die mir meinen fetten, trugeligen Jeansarsch hinterher tragen müssen, oder ein paar Pingpongs, die mir das Auto waschen, aber nichts mit mir reden dürfen, und eine Familie, die mir nicht auf den Sack geht, besitze. Ich sag mal, mehr brauchst du eigentlich nicht, um richtig reich zu sein. Carmen versucht, das Geld der Familie so gut es geht zusammenzuhalten. Ein neuer Teppich muss es trotzdem sein. Was ist denn hier los? Hast du schon wieder eine verdrehte Arsch mit der Swarovski-Staubsauger reingelassen oder was? Das Teil ist der Burner! Der gefällt mir nicht. Das ist ein mega Schnäppchen! Der gefällt mir nicht. Wieso denn nicht? Carmen, weil der scheiße aussieht, hat so ein Kamel drauf hingekackt und hingekotzt hätte. Was leg ich mir da nicht ins Wohnzimmer? Das reicht, wenn du hier rumturnst. Robert! Pass auf, ganz einfach. Der gefällt mir, der wird gekauft, der ist auch nicht so feminin. Nee, das geht nicht, der ist zu teuer. Ja, dann frag doch mal dem Alibaba da, ob wir Rabatt kriegen. Ich spreche Deutsch. Siehst du, das kannst du auch einigermaßen. Ja, der Herr Dr. Lied war, wir kriegen 150 Euro Rabatt, wenn wir 15 Teppiche nehmen. Dabei habe ich ja nur 3 Wohnzimmer und 4 Schlafzimmer. Jetzt muss ich wieder für was weiß ich wie 4 Millionen ein größeres Haus kaufen, damit ich die Scheiße nicht sehen muss. Aber Hauptsache, die Alte hat gespart und geht mir nicht auf die Nerven. Ich sag mal, da hat der Onkel Doktor mit der Botox-Spritze zu tief in die Stirn reingebohrt und leider hat die Hirn getroffen und gelähmt.